1 die Reportage. Themen, die bewegen. Heute unterm Hammer. Versteigert wird fast alles, auch verlorenes Gepäck. Eine Fundgrube für Schnäppchenjäger. Mein Gott, so billig kriegt man das Ding nie wieder. Auf der Jagd nach seltenen Antiquitäten und wertvollem Schmuck. Auktionsprofis wissen, worauf es ankommt. Da muss man eben taktisch vorgehen und sagen, okay, bis hierher und nicht weiter. Edle Rennpferde. Ein prominenter Züchter versteigert sein Lieblingstier. Die ist schon sehr süß. Eine Gelegenheit für jedermann. Pfandgüter aus dem Leihhaus. Also wir sind richtig süchtig nach Versteigerung. Jetzt in K1 die Reportage. Mark zum Geburtstag, 60 Mark. 60 Mark zum Geburtstag, 60 Mark zum ersten, 60 Mark zum zweiten, 60 Mark und niemand mehr. 60 Mark zum Geburtstag, zum ersten, zweiten, 60 Mark zum dritten Mal. Bei Bieter Nummer 98. 60 Mark zum Geburtstag, 60 Mark. Kongresshalle Gießen. Unterm Hammer, Reisetaschen, Koffer, Kinderwagen. Seit 4 Stunden sitzt Auktionator Heinz-Dieter Wendt auf der Bühne. Ohne Pause. Seine Kunden wollen ein Schnäppchen machen. Aber das ist hier reine Glückssache. Keiner weiß, was in den Gepäckstücken drin ist. Nur schmutzige Wäsche oder gar Schmuck? Ein arabischer Kamel oder vielleicht eine Videokamera? Geschäftsunterlagen oder teure Abendgarderobe? Erst wenn der Hammer gefallen und der Kaufpreis bezahlt ist, dürfen die neuen Besitzer reinschauen. Flughafen Frankfurt. 2 Tage zuvor. Im Hauptzolllager stapeln sich Fundsachen der Lufthansa. 620 Gepäckstücke, verloren gegangen in nur einem Monat. Irgendwo zwischen Hongkong, Los Angeles oder Kapstadt. Trotz intensiver Suche konnte die Fluglinie die Eigentümer nicht finden. Jetzt, nach 3 Monaten, kommt das Gepäck unter den Hammer. Rausgenommen wird im Normalfall nichts. Höchstens einer schaut noch rein, der Zoll. Entdecken die Fahnder verdächtige Gegenstände, öffnen sie den Koffer. Aber nur dann, denn der Eigentümer kann seinen Koffer bis Auktionsbeginn jederzeit zurückfordern. Ja, da gucken wir rein, das könnten Handys sein. Dann machen wir mal auf. Gut. Ist okay. Ist auch. Ja, das sind offensichtlich Lebensmitteldosen. Was da drin ist, werden wir gleich sehen. Und Lebensmittel gehen also nicht zur Verwertung, nicht zur Versteigerung. Die werden hier auch entnommen. Es sind Bohnen drin, aber trotzdem, es geht raus, wird vernichtet. Über 10.000 verloren gegangene Gepäckstücke kommen pro Jahr unter den Hammer. Was für uns Europäer etwas seltsam ist, das sind die Koffer aus Asien oder aus Thailand, wenn irgendwelche merkwürdigen Madonnenfiguren oder sowas drin sind. Also das sind schon Kuriositäten dann. Dieser Koffer ist schwer, mindestens 20 Kilo. Kein Aufkleber, kein Hinweis, aus welchem Teil der Welt sein Eigentümer stammt. Und beim Durchleuchten völlig unauffällig. Schwere Koffer bedeuten zwar viel Inhalt, aber der ist nicht immer etwas wert. Zum Beispiel haben wir vor einiger Zeit einen Koffer gehabt, den haben wir aufgemacht, etwa 40 Kilo, und machen auf, da waren nur alle Telefonbücher von Johannesburg drin. Kein Tag, kein Name, kein Hinweis, gar nichts. Und da kann man davon ausgehen, dass der Mann oder die Frau da betrogen hat. Die hat also den Koffer verlustig gemeldet, hat die Abfindung kassiert für den Koffer, für den verloren gegangenen Koffer. Und das war's. Und hat offiziell gar nichts gebracht, sondern nur alte Telefonbücher. Circa 2.000 Mark, ne? Hat sie gekriegt, Flug war abbezahlt. In 2 Tagen soll der rot-blaue Koffer einen neuen Besitzer finden. Noch weiß niemand, ob sich die Ersteigerung lohnt. Wien, Magnet für Antiquitätenliebhaber. Gunter Breckner sammelt alte Möbel und Kunst. Der Architekt ist auf dem Weg zum Dorotheum, nur wenige Schritte entfernt vom Stephansplatz. Dorotheagasse 17. Das prunkvolle Palais gehört zu den größten Auktionshäusern der Welt. Ob alte Meister oder zeitgenössische Kunst, Antiquitäten oder Briefmarken. Hier kommt fast alles unter den Hammer, was Sammlerherzen höher schlagen lässt. 4-mal im Jahr sind Auktionswochen. Dann kommen Kunstliebhaber aus ganz Europa und Übersee.
Im Obergeschoss kann Gunter Breckner seine Lieblingsobjekte in Ruhe besichtigen. Sitzmöbel aus der Zeit des Jugendstils. Fast alles begehrte Sammlerstücke. Für mich als Menschen, der seit 25 Jahren Buchholz, im besonderen Tonet und Kronstühle sammelt, ein besonderes Stück. Wenn es auch gar nicht so teuer hier angeschrieben ist, mit 920 bis 1200 Euro. Aber er ist auch in einem sehr guten Zustand, mit Ausnahme der Sitzbespannung. Ja, also ich werde zumindest versuchen, vom halben Schätzwert auf den Schätzwert mitzusteigern und vielleicht ein bisschen drüber. Wenn ich sehe, dass jemand anderen unbedingt haben will, dann werde ich mich davon trennen und auf den nächsten warten, weil den gibt es also öfters, den habe ich schon einmal hier gesehen, einen gleichartigen. Also das kommt immer wieder. Da muss man eben taktisch vorgehen und sagen, okay, bis hierher und nicht weiter so. Jugendstil Keramik. Auch solche Objekte interessieren Gunter Breckner. Am nächsten Tag will der Architekt mitsteigern. Die Konkurrenz ist groß. Hunderte Kunstliebhaber sind zur Auktionswoche angereist und alle wollen ihr Schnäppchen machen. In einer Vitrine entdeckt der Sammler einen Tischbesen. Das seltene Stück ist fast 100 Jahre alt. Es ist natürlich mit 920 Euro bis 1200 ist es ein ordentlicher Preis, aber vielleicht habe ich ein Glück und man kann es beim halben Schätzwert-Rufpreis bekommen. Gunter Breckner hat genug gesehen. Bei der anstehenden Versteigerung will er um einige wertvolle Stücke kämpfen. Vor der Kongresshalle in Gießen. Der rot-blaue Koffer auf seiner vorerst letzten Reise. Heute soll er versteigert werden. Zusammen mit 400 anderen verloren gegangenen Gepäckstücken vom Flughafen Frankfurt. Familie Hahn ist 25 Kilometer weit angereist. Zur Schnäppchenjagd. Wir haben schon ein Limit, wo wir sagen, das tut weh und da hören wir wieder auf. Aber wenn es recht interessant wird und keiner sagt mehr was, warum nicht? Die Kofferversteigerung lockt Interessenten aus der gesamten Region. Mitbieten kann jeder. Zu Preisen, die auch den kleinen Geldbeutel nicht übermäßig belasten. Für einen Weichschalenkoffer heißen die bei uns. Das sind Koffer, die ein bisschen weicher sind, also keine feste Hartschale, so wie die. 100 Mark. Als Anfangsgebot. Außer er ist sehr leicht, dass man weiß, es ist kaum was drin, da gehen wir auch runter. Ansonsten 100 Mark als Anfangsgebot für so einen Koffer, das hat sich so eingependelt, freischwebend nach oben. Wenn wir natürlich feststellen, der Koffer ist total kaputt, aber schwer, dann sagen wir auch, der Koffer ist kaputt, er ist aber schwer, das sieht man auch, wenn die ihn hochstellen. Dann gehen wir auch mit dem Preis runter und lassen das Publikum entscheiden, wie weit die wirklich nach oben wandern. Die wichtigste Auktionsregel, keiner darf vor dem Zuschlag im Gepäck wühlen. Der Bieter muss sozusagen die Katze im Sack kaufen. Darin liegt aber auch der Reiz. Ach, es gibt immer wieder mal wirklich Geschichten, dass jemand was im Koffer findet und es uns dann auch hinterher erzählt. Das ist ja auch das Schöne. Wenn die Leute eben wirklich Pech gehabt haben, dann schweigen sie. Wenn sie richtig was gefunden haben, dann erzählen sie es uns auch. Und das finde ich immer ganz angenehm. Also ein goldener Ring oder mal 100-Dollar-Schein oder sowas ist schon manchmal gefunden worden, ja. Die Rennbahn Iffezheim bei Baden-Baden. Treffpunkt für Pferdesportfans. Für Alexander Pereira ist Glamour nichts Ungewöhnliches. Er ist Intendant der Züricher Oper. Dass er Rennpferde züchtet, wissen nur Insider. Von drei Pferden will er sich heute trennen. Sie werden versteigert. Das sind jetzt nicht die Pferde, von denen ich glaube, dass sie die schlechtesten sind, sondern es sind die Pferde, die ich hier verkaufe, von denen ich glaube, dass sie für den Markt am interessantesten sind und wo ich mir erwarte, den möglichst hohen Erlös dafür zu bekommen. Unterm Hammer. Verloren gegangenes Gepäck einer Fluglinie. Die Helfer von Auktionator Heinz-Dieter Wendt leisten Akkordarbeit. Ein Riesenkoffer mit Rieseninhalt.
150 Mark zum Gebot zum ersten, 150 Mark zum zweiten, wenn nicht mehr als 150 Mark. 160 Mark ganz oben, 160, 170 Mark. 170 Mark zum Gebot, 170 Mark zum Gebot zum ersten, 170 Mark zum zweiten. 170 Mark und niemand mehr, 170, 80, 90, 190 Mark vor. 190 Mark zum Gebot, 190, 200 Mark. 200 Mark zum Gebot, 200 Mark zum ersten, 200 Mark zum zweiten, findet jemand mehr als 200 Mark. 200 Mark zum Gebot zum ersten, zweiten, 200 Mark und niemand mehr. 200 Mark zum Gebot zum ersten, 200 Mark zum zweiten, 200 Mark und niemand mehr. 200 Mark und zum dritten Mal, bei Bitte Nummer 98. Nach 3 Stunden ist die Hälfte der Koffer versteigert. Pause gibt es keine. Das Publikum will unterhalten werden. Auch Familie Hahn hat zugeschlagen. Ein Koffer für 140 Mark, zuzüglich 25 Mark Auktionsgebühren. Jetzt gibt's für die Kinder kein Halten mehr. 110 Ach du liebes Lieschen. Blutdruckmessgerät. 0, 0, 1, 1, 1, 2, 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 Immer wieder kommen Interessenten, begutachten Asura, La Traviata und Arlecchinada. Rein in die Box, raus zum Testgalopp. Zwischendurch hält der Züchter Kontakt zu möglichen Käufern. Volles Programm für Pferde und Züchter, 3 Stunden vor der Auktion. Ein Spezialist, ein sogenannter Vollblutagent, interessiert sich für La Traviata. Sie ist sehr attraktiv. Ja. Sehr schönen Kopf, der auch dem Vater sehr entspricht. Eigentlich auch ein sehr edles Pferd ist. Und vom Bewegen. Ja, den Vater kenne ich. Hm? Wer ist das? Das ist ein Pferd namens Slip Anchor, der hat das Derby gewonnen in England. Obwohl er halb deutsch ist. Das ist aus einer deutschen Mutter, Sayonara, die der Besitzer von Slip Anchor in Schlenderhahn mal erworben hat. Und ist ein sehr guter Deckhengster auch geworden im Nachhinein. Und deshalb ist die Stute auch nochmal sehr interessant. Und ich würde kein Pferd ohne ihn kaufen, weil das einfach ist. Einfach, man muss einfach einen Spezialisten haben, der solche Sachen eben beguckt, wie die Füße und alles. Man kann nicht nur nach Schönheit kaufen, denn die Pferde müssen ja laufen, die müssen ja viel leisten. 14 Uhr, die Auktion ist eröffnet. 100 Rennpferde buhlen um die Gunst der Käufer. Wer mitbietet, muss mindestens 3.000 Mark investieren, der Einstiegspreis für die günstigsten Pferde. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Zusätzlich kassiert die Auktionsgesellschaft 7% Gebühren. La Traviata mit der Nummer 23 ist Pereiras Joker auf der Auktion, sozusagen sein bestes Pferd im Stall. Für die Stute mit den berühmten Vorfahren interessieren sich viele Pferdekenner, auch der Vollblutagent. Mindestens 50.000 Mark soll La Traviata ihrem Besitzer bringen. Wenn sie weggeht, dann ist das was Trauriges. Andererseits muss man ja finanziell überleben. Die Wohnung des Antiquitätensammlers Gunther Breckner in Wien. Ja, hallo, grüß Gott. Ja, bitte kommen Sie herein. Ja, wenn Sie gleich hereinkommen, eines meiner besten Stücke, mit einem eigens dafür geschaffenen Platz, ein Putto von Povolny, ein Papageno-Putto. Also hier sind alle möglichen Bilder und unrestaurierte Sessel und Möbel, die einfach zu viel sind. Also auch eine große Wohnung ist dann irgendwann zu klein, wenn man viel sammelt. Und man muss dann schon sehr ökonomisch umgehen und dann ist eben ein Raum, der wird dazu bestimmt, dass alles dicht an dicht kommt, aber schon noch irgendwie wahrnehmbar und bewohnbar bleibt. Schöner Wohnen im Jugendstildekor. Zusammengekauft in Galerien, auf Flohmärkten und natürlich ersteigert bei Auktionen. Allein unter der Decke hängt ein kleines Vermögen. Es gab Jahre, da habe ich fast nichts ausgegeben, wenn ich schlechte Einkünfte hatte, aber
mein Gott, ich sammle seit 20, 25 Jahren, also da wird sich schon relativ viel angesammelt haben. Ich nenne lieber keine Zahlen, ja. Das mache ich nicht sehr gerne. Und ich weiß es auch Gott sei Dank nicht, ja. Also das entzieht sich meiner Kenntnis, aber es muss relativ viel sein. Also ich leiste mir keine großen Urlaube oder ich habe auch keine Familie, für die ich sorgen muss. Also ich kann relativ viel Geld, das ich bekomme, also für solche Dinge ausgeben. Zum Beispiel im Dorotheum, dem Auktionshaus in der Wiener City. Ulrich Prinz ist dort der Möbelexperte. Wer einen wertvollen Schrank versteigern möchte, muss sich seiner Expertise stellen. Und das macht der gelernte Tischler gründlich. Zum Beispiel bei dieser Barockkredenz. Da ist buchstäblich der Wurm drin. Wenn ich hier jetzt freigelegte offene Wurmgänge habe, ist es ein Indiz, dass Altholz, das bereits vom Wurm befallen war, in die Konstruktion dieser Lade eingefügt wurde. Es wurde quasi ein alter Balken wieder aufgeschnitten und somit wurden diese freien Wurmgänge oder offenen Wurmgänge freigelegt. Der Boden an sich des Schubkasten weist überhaupt keinen Wurmbefall auf. Das heißt, das ist ein Zeichen, dass verschiedene Materialcharakteren verwendet wurden. Es ist nicht homogen, es ist nicht original. 11.000, höchstens 14.000 Mark, schätzt der Experte. Im Dorotheum startet die Auktion beim halben Schätzwert, also bei rund 5.500 Mark. Hier handelt es sich um ein Konglomerat aus verschiedenen Fragmenten. Wir haben im oberen Bereich haben wir durchaus originales Material bzw. originale Korpusteile aus dem 18. Jahrhundert. Der untere Teil weist allerdings Techniken auf, die gebräuchlich waren in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also mit dem Barock an sich nichts zu tun haben. Die Nummer 93, Karl Kricheldorf. Im Obergeschoss bereitet Auktionator Matthew Haggerty die Jugendstil-Auktion vor. Sammler geben am Telefon ihre Vorgebote ab, denn die meisten wollen anonym bleiben. Speziell die großen Sammler, die Sammler, die wissen, wenn sie bieten, dann erweckt das automatisch auch Interesse von jemandem anderen. Die versuchen das natürlich zu verstecken und machen sich zum Teil vorher aus mit mir, wenn sie ganz vorne sitzen, wie sie bieten, was weiß ich, durch Katalog heben oder senken oder durch Augenzwinkern oder durch wie auch immer. Also, oder auch eben so, wie Sie gesagt haben, mit dem Finger irgendwie oder so. Das ist also ganz verschieden. Und dann gibt es wiederum die zweite Art der Mitbieter, das sind meistens die Händler, die sich sehr gerne ganz hinten verstecken sozusagen. Die bleiben ganz hinten stehen und heben nur ganz schnell die Hand, wenn sie mitbieten wollen und ansonsten eher nicht. Also das sind diese zwei verschiedenen Typen von Menschen, die also nicht erkannt werden wollen. Spielregeln, die auch auf der Pferdeauktion gelten. Hier heben nur die Auktionshelfer die Hand. Die Bieter geben ihnen Geheimzeichen. 17.000 sind doch geboten, 17.000 sind geboten, 19.000, 20.000 links, 20.000 auf der linken Seite. Einmal noch mitgehen, vielleicht könnte das entscheidende Gebot sein. 24 sind geboten, 24.000, danke für Ihre Hilfe. 24.000 zum Ersten, 24 zum Zweiten und 24.000 Mark zum Dritten. Mario Hofer, danke schön, 24.000. Ich biete ja für Fremde, für Kunden, für fremde Leute und möchte nicht, dass andere Leute mich erkennen, mein Interesse erkennen und sagen, wenn der bietet, dann muss das ein gutes Pferd sein und dann kannst du auch bieten. Ich habe ja nun auch den Kunden gegenüber zu vertreten, für ihn das Pferd relativ günstig zu bekommen. Ein Schnäppchen machen, das wollen die meisten der Interessenten. Die Pferdeboxen sind umlagert von Agenten, Züchtern und Trainern. Die meisten Tiere sind 2 Jahre alt, fast alle im Renntraining. Wer das richtige Pferd ersteigert, kann schon morgen gewinnen. Ich suche zum Beispiel hier heute ein Pferd, eventuell für einen Freund von mir, aber da soll ein Hindernisrennen laufen. Der Besitzer ist ein Fan von Hindernisrennen und da muss man besonders sagen, erstmal muss das Pferd gesund sein, er darf keine Schäden haben, er muss einigermaßen gut in der Bewegung sein. Und wenn er Hindernisrennen läuft, soll er auch groß genug sein, ein bisschen Rahmen haben. Es sind viele Sachen, die man da beachten muss. Und dann ist es auch immer, wie groß ist der Geldbeutel. Bei der Versteigerung fiebert Alexander Pereira um sein erstes Pferd. Die 2-jährige Fuchsstute startet bei 10.000 Mark. Doch schnell geht's nach oben. Oh!
15,000, yes sir, 3,500. I'd sell to Rob Smith. And only 3,000 by London Gage. No, I can sell him this time. Last chance. Schon längst überschritten. Das letzte Gebot, 51.000 Mark. The R-Tan Man, thank you, sir, very much indeed. I can't remember your name, but thank you, sir, very much indeed. Naja, ich hatte gedacht, dass sie vielleicht um die 40 machen wird. Sie hat mehr gemacht. Auf die Freundschaft. Auf einen erfolgreichen Tag. Vor der Auktionshalle feiern Käufer und Verkäufer die ersten Deals. Man kennt sich in der Galoppsportszene. Schließlich ist die Auktion auf der Rennbahn in Iffezheim das gesellschaftliche Ereignis für Pferdefreunde. Aber auch hier gilt, Geschäft ist Geschäft. Ich habe heute schon früh die Nummer 8 gekauft für einen französischen Trainer. Und das Pferd wird also morgen nach Paris verladen und wird dann dort hinter das Rennen laufen. War das ein Schnäppchen? Ich glaube ja, das ist ein Pferd, der doch steigerungsfähig ist. Und ich glaube, das war also für französische Verhältnisse war es ein Schnäppchen, ja. Wie teuer? Das Pferd hat nur 24.000 Mark gekostet. Es ist ein junges Pferd, da ist noch viel Potenzial da. Und der Trainer ist sehr zufrieden. Bei der Kofferauktion in Gießen erregt eine ungewöhnlich schwere Reisetasche Aufsehen. Einiges drin. Schnell steigen die Gebote. $460 Mark, ein stolzer Preis. Aber die Bieter hatten den richtigen Riecher. Zwei komplette Tauchausrüstungen, fast neuwertig. Das hat sich wirklich gelohnt. Wir sind eigentlich nur hergekommen, weil wir mal gucken wollten und einen Koffer eventuell mitnehmen wollten. Aber mein Gott, so billig kriegt man das Ding nie wieder. Ne? Also wenn man es, ich sag mal, versteigern würde bei einer Internetauktion, ging ich da auch so, wie gesagt, so um die 3.000 Mark. Also allein die Einzelteile komplett ein bisschen weniger. Aber ich meine, hier bei dem Atemreger, da ist noch ein Tauchcomputer dran und so. Das sind alles vernünftige Markensachen. Ich meine, unheimlich viele Neuteile bei. Die muss noch irgendjemand da einkaufen und mit zurückgenommen haben. Also ich denke mal, das war ungefähr das, knapp das Zehnfache. Der rotblaue Reisekoffer wiegt über 20 Kilo. Rein äußerlich ein attraktives Objekt. Mit der Nummer 742. Für diesen Reisekoffer mit Inhalt 200 Mark, Angebot 100 Mark. Für 50, 160. 160, 70. 170 Mark sind geboten, 80. 180 Mark sind geboten. 180 Mark sind geboten, 190, 200 Mark. 260 Mark sind geboten, zum ersten, 260, 80. 280 Mark sind geboten, zum ersten, zweiten, 280 Mark, niemand mehr. 320 Mark sind geboten, zum ersten, zweiten, 320 Mark, niemand mehr. 320 Mark sind geboten, zum ersten, zweiten. 320 Mark, niemand mehr. 320 Mark zum ersten, 320 Mark zum zweiten, 320 Mark zum dritten Mal, bei Bieter Nummer 73. 320 Mark, ein ungewöhnlich hoher Preis. Zusätzlich muss der Ersteigerer 57 Mark Auktionsgebühren zahlen. 18% Zuschlag, wie immer bei der Kofferauktion. Ich muss jetzt mal rechnen. Ich muss rechnen. Ja, du musst rechnen. Okay, also. Die Frauen haben ihr Limit längst erreicht. Für weitere Koffer ist jetzt kein Geld mehr da. Für 587 Mark haben sie 4 Gepäckstücke ersteigert. Die Glocke. Im noblen Wiener Dorotheum das traditionsreiche Werkzeug des Auktionators. Jugendstil-Fan Gunter Breckner hat 2 Objekte im Visier. Er hofft auf wenig Konkurrenten. Doch seine härtesten Gegner sind mit dem Auktionator per Telefon verbunden. 231, Absätze Nummer 81, Entwurf 1904 für 6.000. 6.000 Schilling, rund 850 Mark. Der Aufrufpreis für Breckners Wunschobjekt. 9.000 Airways. 10.000 Telefon. 10.000 Airways. 14.000 Telefon. 15.000 Existair. 15.000, 16.000. 16.000. Zum zweiten und 16.000 am Telefon. Zum dritten. 16.000. 18.000 Schilling. 16.000 Schilling. Rund 2.280 Mark. Zu teuer für den Privatsammler.
Die nächsten für ihn interessanten Stücke kommen erst in etwa einer Stunde unter die Glocke. Genügend Zeit fürs Kaffeehaus. Wenn es hoch hinauf geht, dann weiß ich, das ist eigentlich über meinem Limit. Da muss ich nicht nachtrauern und kann mein Geld für die Möbel in der späteren Versteigerung noch aufbewahren und versuchen, dass ich dann was bekomme. Kongresshalle Gießen. Schon 6 Stunden dauert die Kofferversteigerung. Wohlgemerkt ohne Pause. Trotzdem verliert Auktionator Heinz-Dieter Wendt nie den Spaß dabei. 220. Sie haben immer wieder neue Leute drin, Sie haben immer wieder neue Situationen, Sie haben auch immer wieder Ware, die Sie noch nie gesehen haben. Ich meine, die Koffer machen wir ja vorher nicht auf, wir wissen also gar nicht, was wir versteigern. Und wenn wir aufmachen und es kommt irgendwas Witziges raus, lache ich genauso wie die im Publikum. Und das finde ich spaßig und spannend. Jetzt gibt's Klarheit für die Käuferinnen der 3 Taschen und des rot-blauen Koffers. Alles immer links rum. Genau meine Größe. Meine sind größer. Das ist edel hier. Riesig. Ja, hier ist auch die volle Auswahl. Montreal, Samstag, der 15. Juli 2000. Oh. Einiges. Eine Decke. Nee. Der Musterkoffer eines Vertreters, anscheinend aus China. Stoffproben, Prospekte, Tischdecken. Für stolze 377 Mark. Das riecht wirklich extrem. Also ich bin ein bisschen enttäuscht. Also es ist auch was ganz anderes halt, aber es kommt halt kein Mensch bei rum. Eigentlich nichts Persönliches drin, überhaupt nichts Persönliches. Nicht die Schlappen. Die sind nicht obwohl benutzt. Auch nicht, nee, stimmt. Das gehört alles zur Warenpalette hier. Nee, sind 2, aber stimmt. Die Roger Rabbit mit dem Kissen zusammen. Unterm Hammer. Der Schmuck ist echt. Die Uhr garantiert keine Fälschung. Aber die Profis unter den Kunden halten es mit der Parole: Vertrauen ist gut, Kontrolle besser. Jede Woche kommen in einem Frankfurter Bürgerhaus Pfandgüter zur Versteigerung. Gegenstände, die von ihren Besitzern, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr abgeholt wurden. Das lockt nicht nur Profis. Solche Versteigerungen sind ein Geheimtipp für Schnäppchenjäger. Wir haben eine Liste hier von der Versteigerung und das ist dienstags und freitags ist hier Versteigerung im Bürgerhaus. Und dann gibt es ja noch von der Lufthansa die Versteigerung. Also die Listen haben wir alle und die klappern wir alle ab. Also wir sind richtig süchtig nach Versteigerung. Gehen immer hin. Kurz vor Auktionsbeginn. Eine Frau sucht ihren Koffer. Und der soll heute versteigert werden. Sie zeigt den Pfandschein. Wir warten bis Viertel nach. Dann können Sie Ihre Sachen einlösen. Dann kommt jemand vom Leihhaus, der Sie Ihnen dann verkauft. Die Dame wollte halt einen Teil einlösen noch, was ihr gehört, was sonst heute unter den Hammer kommt. Ich war mal in der Notlage. Habe ich dann eben Tod und Teufel verliehen. Hm. Jetzt geht es wieder besser. Ich möchte meine Sachen wieder haben. Ich möchte nicht darauf verzichten. Bitte schön. Das ist ganz lieb von Ihnen. Schönen Dank auch. Wiedersehen. Ein Leihhaus in Frankfurt. Verpfändet wird hier fast alles. Höchstens 6 Monate werden die Gegenstände aufbewahrt. Holt sie der Besitzer in dieser Frist nicht ab, kommen sie unter den Hammer. Das Leihhaus Grüne sieht eigentlich in der Beleihung im Leihhausgeschäft auch noch den sozialen Charakter. Man muss sagen, die Zentrale, die sitzt ja in Hamburg, die hat den Auftrag an diese Mitarbeiter hier der einzelnen Filialen gegeben, dass sie jedes verwertbare Pfand anzunehmen haben. Es gibt also auch noch sehr viele sozial Unterprivilegierte und es ist tatsächlich so, dass hier Pfände angenommen werden, damit die ihren Lebensunterhalt mitbestreiten können. Also zum Monatsende kommen hier Sachen rein, die man normalerweise nicht verwerten kann. Die werden aber trotzdem angenommen, damit die Leute wirklich, ich sag's mal ganz krass, was zu beißen haben. Pferderennbahn Iffezheim. Für Alexander Pereira geht es jetzt um viel Geld. Auf der Bühne steht La Traviata, sein teuerstes Pferd. Die Angebote überschlagen sich. 100.000 Mark. Ein Spitzenpreis. Arlecchinada, das Lieblingspferd des prominenten Opernintendanten.
Pereira kann seine Nervosität nur schwer verbergen. Die Fuchsstute bringt 51.000 Mark. Am Ende der Auktion hat der Opernchef aus Zürich Schecks über 202.000 Mark in der Tasche. Aber ein wehmütiges Gefühl wegen der Trennung von seinem Lieblingspferd. Du bist ein braves Schätzchen. Ja, so ein braves Schätzchen. Ja, wer hat denn so schöne Ohren? Wer hat so lange Ohren, so schöne? Ja, wer ist ein gescheites Mädchen? Und so schöne Zöpfe haben wir heute. Ja, ganz schön. Die ist schon sehr süß. Endspurt bei der Jugendstilauktion im Wiener Dorotheum. Nur noch wenig Leute im Saal. Das freut den Sammler Gunther Breckner. Josef Hoffmann, Tischwesen für 8.000 Schilling. 8.000 Schilling, bereits über 1.100 Mark. Gunther Breckners Gegner sitzt am Telefon. Irgendwo, vielleicht in New York oder London. 12.000 Schilling, 13.000 Schilling, 13.000, 14.000, 14.000, 20.000, 22.000. 22.000, 38.000, 30.000, 32.000, 35.000. Zum Zweiten und 35.000 Schilling am Telefon. Zum Glück. Ich bin begeistert, ich bin überrascht. Fällt mir nicht leicht, nicht schwer drauf zu verzichten. 5.000 Mark plus 20% Gebühren. Da wollte der Sammler nicht mithalten. Ich weiß natürlich nicht, wer, welche Telefonanbieter da dran waren, aber ich könnte mir vorstellen, dass das entweder sehr interessierte Private sind, also intensive Sammler und Kenner, oder Leute von Galerien oder von, also von Jugendstil oder hochwertigen Galerien oder von Museen. Also das sind eigentlich Museumsstücke, die landen früher oder später in solchen Sammlungen. Und da kann also der kleine Sammler nicht mithalten. Jede Woche bringt Heinz-Dieter Wendt in Frankfurt die Pfandgüter von Grünes Leihhaus unter den Hammer. Der Saal im Bürgerhaus ist gut besucht, wie immer. 80% Händler, der Rest Amateurschnäppchenjäger. Der Koffer ist weg. Das ist gut. Brauchen wir nicht zu versteigern. Die Händler im Saal sind ausgesprochen kamerascheu. Keiner ihrer Kunden soll schließlich wissen, wo und zu welchem Preis sie einkaufen. Besonders gefragt Goldschmuck und hochwertige Markenuhren. Ein Händler, wenn der hier etwas ersteigert, der muss daran noch was verdienen. Also ist es für das Privatpublikum überhaupt keine Schwierigkeit, den zu überbieten. Der macht immer noch ein gutes Geschäft dabei. Der soll einfach mal hingehen und soll mal die Preise, die er hier bezahlt, vergleichen mit denen, was er beim Juwelier oder im normalen Handel bezahlt. Dann sieht man schon mal, welche Preisunterschiede da doch vorhanden sind. Eine goldene Kette mit einem goldenen Anhänger. 52,5 Gramm, 585er Gold. 940 Mark, Angebot 470 Mark sind geboten. 470 Mark sind geboten zum ersten, 470 Mark zum zweiten, 470, 90. 490, 510, 530 Mark vorn. 530 Mark sind geboten zum ersten, zweiten, 530 Mark und niemand mehr. 530 Mark sind geboten zum ersten, zweiten, 530 Mark zum dritten Mal. Bieter Nummer 139. Nummer 391, ein goldenes Armband, 10,6 Gramm. Für viele Händler zählt meist nur der Materialwert, wenn der Schmuck aus Gold ist. Sie verkaufen das Erbstück an Edelmetallfirmen. Dann wird alles eingeschmolzen. Solche Kunden schätzen Auktionatoren. Die sind uns eigentlich sehr lieb, weil die hundertprozentig wissen, was dieses Stück wert ist und auch nicht unbedingt dann bei 5 Mark anfangen wollen, wie Leute, die halt nicht so viel Ahnung haben. Der sagt, okay, das Stück ist von mir aus 500 Mark wert, das Leihhaus hat 150 Mark gegeben, das wird automatisch ganz schnell auf 250 bis 300 Mark mindestens hochgehen. Die handeln dann auch nicht so, sondern halten sofort gegen und das geht sehr viel schneller. Für die Omega Automatik 1800 Mark, Angebot 900 Mark. 900 Mark sind geboten, 950 hinten. 1200 Mark sind vorgeboten und mehr, 1300 hier vorn. 1300 Mark sind vorgeboten, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800. 1800 Mark sind geboten. 1800 Mark sind geboten zum ersten, zum zweiten. 1800 Mark und niemand mehr, 1800 Mark zum dritten Mal. Bei Bieter Nummer 145.
zwei goldene Ringe und ein Weißgold. Was andere aus Geldmangel loswerden müssen, erfreut die Schnäppchenjäger. Auch scheinbar wenig Wertvolles kommt bei Heinz-Dieter Wendt unter den Hammer. Im Halbminutentakt. Manchmal 450 Positionen, ohne Pause. Die Leute gehen gern auf Auktionen, weil da bildet sich ja auch der Preis. Ganz anders als in einem Geschäft. Im Geschäft können sie vom Festpreis ausgehen, vielleicht ein bisschen runterhandeln. Aber hier bildet sich eigentlich der Preis direkt im Saal. Niemand bei 50 Mark. Die Reihen lichten sich, das letzte Angebot. Ein Laptop von Toshiba mit diversem Zubehör ohne Handbuch. Für diesen Laptop von Toshiba 300 Mark Angebot. 150 Mark. 150 Mark dafür. Niemand bei 150 Mark. Mäuse drin, ein Netzgerät drin und so weiter und so weiter. Hält jemand 150 Mark dafür? 150 Mark, 140 Mark, 130 Mark dafür. Niemand bei 130 Mark, dann ist doch was für morgen. Dann war's das für heute. Jede Woche mindestens drei Auktionen. Heute Frankfurt, morgen Darmstadt und nächste Woche Berlin. Heinz-Dieter Wendt, ein Handlungsreisender. Immer an der Nahtstelle zwischen Angebot und Nachfrage. Jetzt ist die Auktion vorbei. Jetzt habe ich ein paar Stunden lang ununterbrochen, ich sag's mal so, gequasselt. Jetzt genieße ich das auch mal, dass ich den Mund halten darf.